Gesunde Tiere brauchen eine ausgewogene Ernährung. Um höchste Futtermittelqualität zu erreichen, ist es unerlässlich, schon bei der Auswahl der Rohstoffe für das Futter genau hinzusehen. Qualität und Transparenz bilden die Basis, auf der wir Futtermischungen für jede Art von Geflügel in jeder Lebensphase herstellen. Hier am Standort in Rechterfeld werden Futtermittel produziert im Rahmen der Wiesenhofproduktion. Wir haben insgesamt 5 Mischfutterwerke verteilt über Deutschland. Wir stellen Futter her für Geflügelhalter. Wir haben eigene Elterntiere, wir haben eigene Brütereien. Wir betreiben eigene Schlachthöfe und eigene Futtermühlen, können daher die Qualitätssicherung praktisch vom geschlüpften Küken bis in den Schlachthof hinein gewährleisten. Es gibt für jede Geflügelspezies spezielle Futtermittel. Diese sind angepasst an das jeweilige Alter und das jeweilige Wachstumsniveau, was die Tiere haben. Zuerst muss man sich Lieferanten aussuchen, die die entsprechenden Einzelfuttermittel in der Lage sind, in der Qualität und in der Menge, wie sie sie benötigen, zu liefern. Wenn diese Lieferanten geprüft sind, werden entsprechende Rohwarenmuster angefordert, um die Rohware auf ihre Qualität zu testen. Die Rohware wird in erster Linie auf ihre Nährstoffkonzentration untersucht, weil wir diese brauchen für die Rezeptierung. Wird aber auch in externen Laboren entsprechend auf mögliche Kontaminationen mit Schadstoffen oder unerwünschten Stoffen kontrolliert. Soja ist für uns in der mitteleuropäischen Futtermittelherstellung generell der Proteinträger schlechthin. Unser Sojaschrot kommt derzeit zu 100% aus Brasilien. Was wir verwenden, ist das Beiprodukt aus der Sojabohne, das Sojaschrot. Dies wird mehrfach im Produktionsprozess kontrolliert. So können wir sicherstellen, dass die uns angediente Ware definitiv nicht gentechnisch verändert ist. Also wir sind bestrebt, Getreide möglichst regional zu beziehen. Reicht dies aus Gründen von Qualitätsaspekten oder auch aus versorgungstechnischen Gründen nicht aus, greifen wir auch gerne auf nicht deutsche Ware zurück. Diese kommt dann in der Regel aus Osteuropa. Der LKW muss sich anmelden beim Zentralbediensteten, dass er eine Lieferung hat. Dann wird die Ware entsprechend begutachtet, sie wird beprobt. Der Zentralbedienstete in der Mühle wird die Ware visuell und auch geruchlich in Augenschein nehmen. Gibt es Abweichungen zu den von uns aufgestellten Qualitätskriterien, wird die Ware nicht angenommen. Es wird eine Rezeptur aufgestellt, die dann am Computer optimiert wird und von dieser optimierten Mischung geht ein Rezept jeweils in die Mühle. Also eine Mischung besteht aus Mais, Weizen, Sojaschrot, Raps, Erbsen, aber es gibt auch Produkte, die wir im Zusatzstoffbereich dazugeben müssen, wie beispielsweise Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Dann wird die Rohware entsprechend eingewogen in den Mischer, wird gemischt, entsprechend unseren Wünschen dann anschließend zerkleinert. Also wir arbeiten mit unterschiedlichen Strukturen, einmal innerhalb der Futterrezeptur, aber auch mit unterschiedlichen Arten der Futtervorlage. In diesem Fall ist es so, dass wir für Geflügel mit mehlförmigen Futtern arbeiten und es gibt auch Tierarten, die pelletiertes Futter bekommen. Wir möchten sicherstellen, dass wir keine unerwünschten Keime in die Nahrungskette eintragen. Deshalb wird das Futter thermisch behandelt. Dies erfolgt mit heißem Wasserdampf. Das ist ungefähr so, als wenn Sie zu Hause Wasser abkochen, um darin eventuell befindliche schädliche Organismen zu eliminieren. Das fertig produzierte Futter kommt in eine sogenannte Verladezelle oder in eine Lagerzelle. LKWs, die für uns Futter fahren, sind entweder in der hauseigenen Spedition vorhanden oder wir greifen auf zertifizierte Spediteure zurück. Diese unterliegen generell, wenn sie Fertigfutter fahren, einem festgelegten Reinigungsrhythmus, der in den Verladepapieren jeweils zu dokumentieren ist. Ein LKW, der diesen Reinigungsrhythmus nicht einhält, kann vom Zentralbediensteten nicht für die Beladung freigegeben werden.
Dann wird ein Rückstellmuster genommen. Das Rückstellmuster nimmt der jeweilige Fahrer. Aus diesen werden dann zwei Muster gezogen. Eins geht mit auf den Betrieb als Rückstellmuster für den Kunden und eins verbleibt bei uns. Betrieb wird das jeweilige Silo entsprechend angefahren. Es erfolgt ein Verblasen des Futters mit Druckluft. Also es ist ein komplett geschlossenes System. Der Fahrer schließt seine Entladeschläuche am Silo an und auch direkt am Silofahrzeug, sodass es zu keinerlei freiem Kontakt kommt des Futters und bläst dieses Futter mit Druckluft direkt ins Silo. Der Kontakt zu den Landwirten ist uns deshalb so wichtig, weil wir gerne wissen möchten, ob die Qualität, die wir gerne liefern möchten, auch tatsächlich beim Landwirt angekommen ist und ob er mit der entsprechenden Futterqualität auch zufrieden ist.